Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Crown of the Ivory King. Es ist eigentlich schon lange nicht mehr Crown of the Ivory King, ne? Schon seit 2 Episoden nicht mehr. Aber ich dachte, ich mach das jetzt einfach hier. Die Frage ist nur, wo? Hier, glaube ich. Am ekligsten Teil vom Shrine of Amana. Hier müsste irgendwo noch was abgehen für Vendrick. Da kann man nämlich Vendricks Seele und Vendricks Krone auch holen. Kriegt quasi das Monarch-Set. Oh, was war das denn gerade? Also mit dem Moveset komme ich manchmal irgendwie nicht so ganz klar. Ihr merkt das schon. Und mit dem Shrine of Amana kommt natürlich auch niemand klar. So, hier im Wasser, ne? Keine Lightning-Resistenz. Kein Problem. Irgendwo an der linken Seite müsste der Pfad zu Vendrick abgehen. Ich sehe es aber hier nicht. Gut, also müssen wir noch ein Stückchen weiter. Oder ist es vielleicht sogar im nächsten Abteil? Das kann natürlich gut sein, dass ich auch ans nächste Bonfire hätte gekonnt hätte. Aber das weiß man ja nie so vorher, ne? Oh, da hat was gedroppt. Nice. Ihr seht aber, das für Sua Greatsword, das geht schon heftig kaputt. Der Troll kommt hier eh nicht mit rein. So, mit dem Schwert. Wir sind jetzt eigentlich mittlerweile relativ stark. Wenn man denn mal trifft, ne? So. Alles klar, das funktioniert. Die machen einem aber immer noch heftig viel Schaden, ne? So. Da hinten müsste das sein. Die schießen schon auf mich. Das nervt ehrlich gesagt am Schrein am meisten. Wow. Wir sind jetzt hier ernsthaft gestorben. Ihr seht, ich hasse den Shrine of Amana. Es gibt nichts, das ich in diesem ganzen verfickten Spiel so sehr hasse wie den Shrine of Amana. Weil es ist egal, wie hart du bist. Es ist egal, wie, ja, wie hart du ficken kannst, ne? Die ficken dich trotzdem weg. Die ficken dich trotzdem weg, die Viecher, weil sie einfach über die halbe Map Aggro ziehen und über die halbe Map casten können. Und das ist ein WoW, wenn du vom Anfang der Instanz schon casten kannst. Auf den Boss. Und es ist fuck egal, wie hart der Boss zulangt, ne? Wenn der Boss nicht an dir dran steht und eine geringere Reichweite hast als du, dann, ja. Ist es halt so gut. Hier muss ich noch nicht meinen Bogen rausholen. Das gibt's nicht, ey. Backstep. Backstep, Bitch. So. Mal Regen. Warum singen die Milfenitos nicht mehr für mich? Das wäre geil. Und dieses kleine Viech da. Ist tot. Gut, ist tot. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Ein bisschen aufpassen, ne? Ich gehe trotzdem nochmal Rambo-mäßig durch. Mal gucken, wie das läuft. Summonings sind ja hier nicht mehr. Ich glaube, invaded werden kann man jetzt auch nicht mehr. Das gibt's doch nicht, ey. Puh. Dass die mich hier so aus der Reserve locken, ne? Ist immer noch heftig. Es ist immer noch heftig. So.
Gehen wir mal weiter. Das gibt's. Komm. So, da hinten sehen Vendrick. Ich glaube, ich mache das jetzt einmal mit dem Bogen. Gift müsste eigentlich sticky sein. Sticky. So, dann müssen wir jetzt mal einen Flame Butterfly benutzen, damit ich übersehen kann. Was natürlich bedeutet, dass mich die ganzen Viecher jetzt angreifen werden. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Badum, badum, badum. Hier ist noch alles gut. Hier ist ein Troll. Hier ist nicht Vendrick. Ne, fickt nicht mit dem Ficker. Und sitzt nicht auf dem Sitzer. Ja, trifft mich aber trotzdem noch. So, aber Troll, ne? Gekillt. Soul of a Brave Warrior. Was haben wir hier? Life Ring plus 2. Den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wirklich zu Vendrick. Ich dachte, es ging hier zu Vendrick. Wo geht es denn dann zu Vendrick? Geht es noch eins weiter lang, oder was? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. So, weg. Also mit dem Lightning Pursuer Greatsword. Fuck. Wollte ich gerade sagen, läuft das hier? Aber irgendwie. Nicht so wirklich. Das gibt's hier nicht. Nein! Verfluchte Scheiße nochmal. Ja. Einfach nur, ja. Shrine of Amana, Leute. Shrine of Amana. Fickt mich jedes Mal wieder. Das fickt mich jedes Mal wieder, ey. Das gibt's einfach nicht. Oh Mann. Und ich hab echt vergessen, wo Vendrick ist, Leute. Ich hab's echt vergessen. Also nicht, wo Vendrick ist, sondern wo die Krone ist. Ah, ich will noch nichts kaufen, ich will reparieren. So, dann gehen wir einfach mal von Anfang an durch den Schrein durch. Es müsste irgendwo links an der Wand sein. Ich weiß nicht, ob es vorm zweiten Bonfire war oder nicht. Das sehen wir ja jetzt, ne? Das sehen wir ja jetzt. Meine Güte, Schrein auf Amana. Leute, ich werde da nicht froh. Ich werde da nicht froh mit. Wenigstens singt hier die Milf in Nito noch. Uah! Wo kommst du denn her? So. Ich vergesse immer, vergesse die Mobs manchmal echt. So, König Vendrick lebt nicht mehr. Wow! Wann kommt ihr denn in diese Hütte rein, ey? The fuck? Cursed Jar, Cursed Jar, Cursed Jar. Fangen wieder an zu singen, ne? Ich glaube, sie singt gerade wieder. Ja.
Das gibt's doch einfach nicht, ey. Wie fix sind die Penner? Das kann's doch nicht sein. Seht ihr jetzt, warum ich den Schrein auf Amana hasse, wie sonst was? Das kann's ja wohl nicht wahr sein, ey. Die zernehmen mich hier, die zerflügen mich. Ich hasse diese scheiß Map ohne Ende. Das ist wirklich die schlimmste Map im gesamten Spiel. Und zwar, weil sie einfach nur scheiße unfair ist. Wirklich scheiße unfair. Fick Anolondo Bogenschützen. Ja? Die können gar nichts. Ich würde lieber nochmal durch Anolondo durchlaufen, als hier durch. Es gibt keine einzige Dark Souls 2 oder 1 Map, wo ich nicht lieber durchrennen würde. Wirklich keine. Nicht eine einzige. So, ist jetzt der Penner hier. Da kommt er. Das... Manchmal machen mich die Controls hier auch ziemlich hinüber, ne? Ich bräuchte so ein T-Shirt, fick nichts mit dem Ficker. Na, dann würden die vielleicht mal aufhören. Ich sehe euch doch schon. Kommt doch ran, Leute. Genug Schwert für alle da. So. Junge FG, die droppen übrigens... Die droppen übrigens Human Effigies, ne? Und auch Bleedstones. Falls ihr mal keine Effigies mehr habt, könnt ihr die so farmen. So, also ich stehe jetzt hier wirklich auf maximaler Bogenreichweite. Und nicht mal mehr maximal. Das ist... Ich bin noch nicht mal mehr. Ne? Ich treffe die noch nicht mal mehr, so weit weg bin ich. Und die brauchen noch 3 Pfeile, um vergiftet zu werden. So. Die brauchen 4 Pfeile, um vergiftet zu werden, ne? Da watschelt er auf mich los, liebe Leute. So. Schicht ist mit den Wichsern. Ja, natürlich. Hau doch nochmal drauf. Warum nicht? So, Vendrick ist hier nicht. Also müsste er... Ich meine, er ist auf jeden Fall vor dem... Vor dem Oger oder Troll. Whatever. Ja, lass mich doch in Ruhe. Da ist mein Bonfire aber schon. Ja, wir machen einfach mal eine Aufnahmepause. Ne? Ich schlag mal im Guide nach, wo Vendricks Seele ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Bis dann. Tja, da bin ich wieder, liebe Leute. Der Guide liegt auf meinem Schoß. Ich war gar nicht mal so falsch hier. Ich bin nur zu weit gelaufen. So weit musste ich nämlich gar nicht. Ihr seht, da links ist er schon eigentlich. Ja, wir müssen jetzt nur mal mit den Viechern ein bisschen ficken, gell? So. Ich... Wow. Kommst du her? Da ist noch so ein Viech. Ja, ich muss gerade mal kurz mich ein bisschen reindenken. Müsste man noch hochkommen? Nee. Doch, müsste man eigentlich von hier hochkommen. So. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um, ne? Also, wir brauchen ein Rondell. Das sieht so aus. Dann geht davon irgendwo da ein Pfad ab. Schauen wir doch mal. Da hinten ist es. Hier müsste dieser Pfad irgendwo abgehen. Nehmen wir doch mal einen Flame Butterfly.
Hier schon mal nicht. Hier geht er. Das ist ja gut zu wissen. Ja, da ist doch die King's Door, ne? Haha. Die geht im Übrigen nur auf, wenn man Soul of the King, wenn man Dingensbummenskirchens, ne? Hui, du bist kein Mimik. Wenn man menschlich ist. Wenn man menschlich ist und Dranglake, Dranglake sag ich schon, wenn man Vendrick dann besiegt hat. King's Crown, King's Armor, King's Gauntlets, King's Leggings. Ja, ne, wollen wir mal gucken, was Vendrick jetzt dazu zu sagen hat, dass wir seinen Stuff haben. Und dass wir ihn auch getötet haben, ne? Haben wir ja auch noch nicht ihm unterbreitet. Weiß nicht, ob er da, ja, ob er das schade findet oder nicht. Finden wir es doch heraus, ne? Finden wir es doch heraus. Nur um endlich wieder aus diesem scheiß Schrein wegzukommen, ey. Ohne Spaß. Ich hasse es hier. Und mit dem, wenn ich nochmal einen Dex-Charakter mache und hochlevel, ne? Und dem hier durchgehe, dann werden wir wirklich alle optionalen Bosse machen. Ich habe im Ivory Crown DLC jetzt den Koop-Boss nicht gemacht. Werden wir definitiv machen. Dann im nächsten, ne? Also machen wir jetzt mit dem Charakter wahrscheinlich nicht mehr, weil er macht mir zwar gerade wieder so ein bisschen Spaß wegen dem Pursuer Greatsword, aber ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen auch frustriert. Ne? So, ich kann eigentlich wieder an den Viechern vorbeirennen jetzt. Jetzt ist es ja eigentlich egal. Aber ich hasse die Viecher so sehr, dass ich ihnen auf die Fresse gebe. Komme, was wolle. Mein lieber Freund. Wow. Wir beide wissen doch, wie das endet. So. Kommt her, meine Freunde. Der will nicht. Wow! Der lebt noch! Wer hat denn damit gerechnet, ey? Aber auch mit... Oh, wieso treffe ich den denn nicht? Mit wie wenig Life der Penner auch überlebt hat. Ihr seht, wieso ich die Viecher auch hasse. Welcher von euch ist jetzt der... Kamera? So, einer. Einen hat's doch erwischt. So, noch einen hat's erwischt. Meine Güte, ey, das gibt's ja nicht. Wow. So. Dafür stirbst auch du. Zack. Muss das denn sein? Du gehst auf Bleeding, okay. Ja, natürlich ist klar. Ne? Ja, die wird doch voll getroffen, ey. So leicht mache ich dir das nicht. Ey, wieso trifft ihr mich denn auf die Entfernung? Ja, natürlich. Natürlich, ey. Natürlich, ist klar. Also, was soll denn der Scheiß, ey? Das kotzt mich echt tierisch an. Diese blöde
Internetverbindung, wisst ihr? Dieses PvP ist ja echt voll für'n Arsch. Wäre ich doch einfach zu Wendig durchgerannt. Sowas kotzt mich echt immer an. Vor allen Dingen, ich habe sie mehrfach getroffen, ja, und es hat einfach nicht gezählt. Wirklich, kein Stückchen. Und das kann einfach nicht sein, liebe Leute von FromSoft, das kann nicht sein. Da muss irgendwas getan werden. Also, wenn im nächsten Teil das PvP wieder so scheiße ist, dann kann das irgendwie nicht wahr sein. Ja, jetzt hau ich auch noch gegen die Glocke. Muss ja, habe ich wenigstens noch einen Ring offen. Nee, beide kaputt. Ach, wisst ihr was? Drauf geschissen, ey. So. Das kann's ja wohl nicht wahr sein. Wie hart ich schon wieder daneben haue hier. Boah. So. Meine Güte, Leute. Ohne den Invader wäre das alles wieder kein Problem gewesen. Ja, nö, ist klar. Komm ran. Was war das denn gerade jetzt schon wieder? Also das Moveset, manchmal fickt es mich echt heftig weg. Wow. Meine Güte. Und ich will eigentlich nur zu Wendrick. Und mal mit ihm schwätzen, ne? Ich will ihm ja nicht mal was tun. Ich habe ihn ja schon umgebracht. So. Das kann's ja echt nicht wahr sein. Haut mir doch bitte noch mehr Mobs an den Arsch. Ich bin noch nicht glücklich, ne? Ich bin noch nicht glücklich so. Ich will noch mehr. So. So, zack. Gibt's ja nicht. Monastery Charm. Und ihr beiden, liebe Leute. So. Seht ihr, Leute? So easy kann das sein. Und jetzt sind wir wieder bei in der Wellstar Chamber und da vorne geht es zu Wendrick. Ja, ne, ist ziemlich ruhig hier jetzt, wo Wendrick tot ist. Naja, wir schauen mal, was uns der gute Wendrick jetzt zu sagen hat. Nachdem wir alle Kronen jetzt wirklich haben, auch seine. Das wollte er ja eigentlich, ne? Shape, we can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Seeker of fire, coveter of the throne. Seek strength. Okay. Kann ich jetzt nicht mehr zu dem rein, oder was? Sind wir dann in Undead Crypt? Heat Radiates from the Ancient Crowns. Okay. Nö. Das war's wohl.
Können wir mal jetzt gucken. Lucatiel's Mask. Crown of... Wir können mal die Kronen, ne? Können wir uns mal angucken, die Item Descriptions. Und auch von Vendrix Seelen natürlich. Soul of the Ivory King. Wir haben uns hier auch noch keine angeguckt, ne? Item Info. Eivor, the King's Pet. Soul of Eivor, who served the Ivory King. Each of the Ivory King's 7 beasts was conferred a specific duty. Eivor's was the guardianship of the king's beloved child of the dark. Soul of the Ivory King of Ilium Lois. The proud Ivory King was ever merciful and devoted himself to the protection of this great land until he was devoured by the flame of chaos. Ilana hatten wir schon mal. Wo ist Vendrix' Seele? Soul of the King. The king was wasted away, a shadow of his former self, but still held something dear. Gut, wo haben wir jetzt die Krone? Beziehungsweise die Kronen, ne? Haben wir auch noch nicht angeguckt. Symbol of Avarice. Headpiece depicting the Avarice creature that mimics treasure chests. Increases soul absorption and item discovery. There is a curious tale of an incorrigible covetous ancient deity. Clearly, it has currency amongst some miscreants. Or this would have never been crafted. Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King, Crown of the Ivory King. Far to the north, a king built a great cathedral to appease the raging flame. But when he sensed the degradation of his soul, he left without a word, leaving everything to Alsanna, who had unbeknownst found a place at his side. But these were events of long ago, and today no one even remembers the king's name. Vendrix' Krone ist wo bitte? Da. Crown of King Vendrick. What makes a king? Some say that is birthright, while others call it destiny. Perhaps it is not important as long as the king's name serves to unite his people. Ja, natürlich habe ich mal ein bisschen gespickt und jetzt, wo wir das gemacht haben, können wir nicht mehr hollowen, wenn wir die Kronen anhaben. Finde ich eine coole Sache. Bringt halt nichts, ne? Weil Spiel ist vorbei. Vielleicht kommt ja noch ein nächster DLC, ne? Wir wissen es ja nicht. Es hieß nur, dass das jetzt der letzte für die Kings Crown of the Kings Trilogie ist, ne? Wenn sie nochmal so ein Artorias of the Abyss raushauen würden. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, über die wir jetzt reden könnten, lore-technisch. Ne? Aber wir sprechen da vielleicht beim nächsten Playthrough dann mal drüber. Ich muss es mir natürlich dann auch mal alles noch ein bisschen angucken, ne? Ein bisschen hin und her und bla blub. Ihr kennt das ja. Ich muss mich dann auch erstmal ein bisschen bilden und vielleicht, aber auch nur vielleicht, gibt es noch ein DLC. Und wir werden diesen Charakter vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.